Die Frauen, die hier Pflanzstäbe aus dem Baumarkt in die Hand gedrückt bekommen, sind Schülerinnen. Allerdings gehen sie nicht in eine Gartenschule, sondern in eine Fußschule. Und mit dem Pflanzstab soll ihre Aufmerksamkeit auf ihre Körperachse gelenkt werden. Damit die Teilnehmer das verstehen, haben wir diesen Stab, diesen Gartenstab genommen. Der ist sehr leicht, der belastet nicht. Und da kann man sehr einfach mit zwei Fingern die Linie verschieben, wie der Körperschwerpunkt sich verlagert. Verschiebt man nämlich die Körperachse beim Gehen bewusst auf das Standbein, schont man seine Füße. Bleibt der Schwerpunkt in der Mitte, wird man instabil und die Füße müssen das ausgleichen. Die nächste Übung beschäftigt sich mit dem Stand der Fersen. Denn sind die nicht gerade, belastet das die Füße. Klingt logisch, doch die meisten Menschen achten darauf überhaupt nicht. Aber es ist witzig, dass das völlig unterschiedlich aussieht. Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Mhm. An den Fersen ist es natürlich wie im ganzen Körper, wir sind nicht symmetrisch. Die Ferse ist der Ausgangspunkt für viele Problematiken. Im Moment der Belastung sollte sie gerade stehen. Nur dann ist der Fuß gleichmäßig belastet. Also auf der Ferse, auf der Außenseite und auf dem Vorderfuß. Diese gleichmäßige Belastung ist wichtig für fußschonendes Gehen. Am besten sollte man auf einer möglichst großen Fläche auftreten. Der Fuß soll quasi breiter werden. Und dafür sollte man nicht hinten auf der Ferse aufkommen, sondern weiter vorne. Langsam nach vorne, wirklich Millimeter für Millimeter. Es wird weicher, es wird weicher, es wird weicher, es wird weicher. Und auf einmal ist es ganz weich. Und das ist die Stelle, die für das Landen des Fußes optimal ist. Frank Langosch erzählt in jedem seiner Kurse auch, wie er auf die Idee kam, ausgerechnet eine Fußschule zu gründen. Alles begann mit einer Fußuntersuchung im Jahr 2013. Im Diagnosebrief steht drin, Krallenzehen beidseitig und Hallux valgus auch beidseitig. Das war natürlich noch nicht extrem, aber es war schon ziemlich gut ausgeprägt. Nach einer ganzen Reihe an Weiterbildungen rund um die Fußgesundheit ist er heute hauptberuflicher Fußtrainer. Und seine Krallenzehen und der Hallux valgus sind verschwunden. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Übungen gesehen, Herr Dr. Schwede. Was kann man denn eigentlich noch Gutes tun für seine Füße? Ganz wichtig ist natürlich, wir tragen jeden Tag Schuhwerk, dass dieses Schuhwerk auch genau ausgewählt ist für den Fuß. Das heißt, dass er gut passt, nicht nur in der Länge, sondern eben auch in der Weite, dass also vorne für den Fuß genug Platz ist. Es gibt viele Patienten, die haben schon einen Spreizfuß. Das heißt, dass der Fuß im vorderen Bereich etwas auseinanderdriftet. Und für so einen Fuß muss natürlich auch genug Platz in so einem Schuh sein. Und ein Fuß sollte immer eine gute Bettung haben, dass auch der Rückfuß gut abgefedert ist. Also es macht keinen Sinn, besonders enge Schuhe zu kaufen, die so wie eine Schiene wirken, sondern man sollte dem Fuß eher den Raum geben, sich auszubreiten? Richtig. Okay. Wie sieht es mit Flipflops aus? Ich meine, da ist eine Menge Raum, sich auszubreiten. Bei den Temperaturen ist das ja nur menschlich, sich möglichst viel Luft an den Fuß zu lassen. Flipflops haben normalerweise keine gute Fußbettung, sondern sind einfach nur platt. Und da ist Leuten, die jetzt eine Fußfehlstellung im Rückfußbereich haben und ein Plattfuß ist sehr häufig anzutreffen, eher abzuraten, zumindest länger Flipflops zu tragen. Das heißt auch im Sommer denn eher geschlossenes Schuhwerk? Ja, ich will es jetzt nicht komplett untersagen, aber zumindest sollte man das mit Bedacht tun. Kommen wir mal zum anderen Extrem. Ich liebe es persönlich, barfuß zu laufen. Ja, ich finde es im Sommer gut, im Herbst finde ich es auch noch toll. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht mir irgendwelche Scherben eintrete. Da gibt es aber Barfußschuhe. Was sagen Sie denn so als Fußexperte dazu, wenn man versucht, möglichst viel barfuß zu laufen? Barfuß zu laufen ist prinzipiell erstmal nicht verkehrt. Mit den Barfußschuhen ist das so eine Sache. Häufig wird beworben, dass Barfußschuhe das Mittel sind, um Fußfehlstellungen wieder zurückzudrehen sozusagen. Das wird beim erwachsenen Fuß eher nicht gelingen. Menschen, die eine manifeste Fußfehlstellung haben und ein gewisses Lebensalter erreicht haben, werden das mit Barfußschuhen wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Obwohl das Muskeltraining vielleicht durch dieses leichte Gegreife bei dem Barfußlaufen den Fuß anheben könnte. Das heißt, was soll man empfehlen? Die Kinder sollen barfuß laufen? Ja, möglichst. Das ist sicher positiv, diese Muskelbewegung, die da passiert. Aber die Längen der Knochen und so weiter, das ist alles definiert, sodass die Rekompensationsfähigkeit eher eingeschränkt ist. Alles klar. Also, richtigen Schuhe tragen,
auf die richtige Weite achten, möglichst wenig Flipflops tragen, barfuß laufen, wenn man Kind ist und jung ist oder vielleicht, wenn man sich jung fühlt. Oder wenn man keine Fußfehlstellung hat, dann kann man natürlich auch barfuß spielen. Da kann man alles machen, wenn man keine Fußfehlstellung hat. Schön, dass Sie da waren heute. Vielen lieben Dank.